Hallo und herzlich willkommen bei foto.olewehm.de, dem Fotoblog aus Leipzig. Heute nicht aus Leipzig, heute aus Köpenick. Das heißt, wir sind im schönen Berlin, Köpenick, hier, Köpenicker Schloss. Perfektes Wetter und was ich auf jeden Fall vorab nochmal wünschen möchte, ist natürlich ein frohes neues Jahr. Heute ist der 1.1.2015 und heute geht es in die Innenstadt. Heute geht es nach Berlin zum Thema Straßenfotografie. Straßenfotografie ist ein Riesenunterschied zur normalen Fotografie im Studio oder on location. Da habt ihr immer das Problem, ihr müsst das ganze Material mitnehmen, Softboxen, Blitzköpfe, Lichtformer, das Model natürlich. Alles ist geplant, ihr wisst genau, was ihr machen wollt, ihr wisst, was ihr alles mithaben müsst. Das Licht wird eingemessen, ihr müsst alles mitschleppen, alles aufbauen. Das ist bei der Straßenfotografie ein bisschen anders. Da braucht ihr nämlich nur eins und das ist eure Kamera. Und das werden wir heute in Berlin tun. Und was wir, das Einzige, was ich plane dabei, ist, dass ich tolle Fotos machen will und dass ich nur mit einem 50 mm Festbrennweiteobjektiv fotografieren werde. Das hat den großen Vorteil, dass wir uns nicht unsere Motive ranzoomen können, sondern wir müssen uns bewegen. Wir müssen immer richtig stehen, wir müssen immer den richtigen Bildausschnitt finden. Dadurch schulen wir unser Auge, dadurch schulen wir unser fotografisches Auge und haben auch die Sicht auf die Dinge aus einer anderen Perspektive. Ja, ich freue mich drauf. Jetzt geht's los und die Ergebnisse werden wir uns dann anschließend in Lightroom gemeinsam anschauen. Also, viel Spaß dabei! Ja, willkommen zurück nach der kleinen Fototour heute in Berlin. Mal die Ausbeute von ca. 70 Fotos sind diese hier übrig geblieben. Ich habe mal ein Vorher-Nachher-Foto mal auf den Schirm gerufen, um einfach mal zu gucken, was ist in die Kamera reingekommen und was ist nachher übrig geblieben nach dem Sichten und vor allen Dingen nach der Bearbeitung in Lightroom. Ja, Straßenfotografie zeichnet sich meistens dadurch aus, dass man mit wenig Farben arbeitet. Das ist nicht immer so, das ist nicht bei jedem Foto so, aber bei den meisten ist schwarz-weiß oder so ein teilgetontes Foto dann schon etwas besser und ist ein bisschen aussagekräftiger. Und man kann vor allen Dingen den Blick auch viel besser mit Licht lenken und wird nicht noch durch Farbe abgelenkt. Ja, schauen wir uns das mal im Einzelnen an. Wenn wir jetzt mal dieses Foto ansehen, das war noch auf dem Weg zur Markthalle 9. Dahin hat es mich also verschlagen, in der Markthalle 9. Das ist so ein Kleinod, wo noch richtig Handel getrieben wird und da, wo Menschen miteinander agieren, da kann man natürlich auch immer sehr schöne Fotomotive haschen und kann sich da schon eine Stunde, zwei Stunden aufhalten und wie gesagt, am Ende sind dann um die 70 Fotos entstanden und diese sind dann übrig geblieben. Ja, wenn wir dieses Foto mal vorher nachher vergleichen, ich habe hier auf der rechten Seite so ein bisschen mit Teiltonung gearbeitet, manchmal auch ganz spannend, so ein leichter Blauschimmer ist da jetzt drin und wir haben etwas mehr Struktur in der ganzen Geschichte. Das ist so ein altes Baumhaus irgendwo in Kreuzberg, ein kleines Restaurant muss das sein, konnte ich nicht ganz genau feststellen, weil es geschlossen war. Aber wer Spaß hat, kann ja mal anrufen und mal versuchen, einen Tisch zu reservieren. Die Mobilnummer ist da oben angebracht. Und was hier sehr schön ist, es hat an dem Tag geschneit. Und wir sehen hier natürlich auch so ein bisschen die Schneeflocken. Die kommen bei Schwarz-Weiß wesentlich besser heraus. So eine kleine Vignette, das heißt also die Ecken so ein bisschen abgedunkelt, macht so ein bisschen auch, lenkt den Blick des Betrachters auch ein bisschen dahin, wo er auch landen soll. Dann kurz vor der Markthalle haben wir dann folgendes Foto gehabt, wenn wir das hier sehen. Das war einmal zum Eingang und was mir sofort ins Auge gefallen ist, außer der Briefkasten hier auf der rechten Seite, war natürlich dieses Aldi-Schild. Also die Markthalle ist sehr schön, sie ist klein, sie ist gemütlich. Aber was stört ist, wenn man in diesen Eingang kommt, dann ist auf der rechten Seite Aldi, links ist glaube ich Kick oder irgend sowas. Ganz, ganz schlimm. Die zerstören so ein bisschen den Charakter dieser alten Markthalle. Aber wenn man die hinter sich lässt, dann findet man schon schöne Ecken dort und kann sich auch wohlfühlen. Und da sieht man zum Beispiel, wenn man dann auf der rechten Seite sieht, das Bild ist ein bisschen beschnitten. Also ich habe ein bisschen Himmel weggenommen, habe ein bisschen reingezoomt. Da fällt das Aldi-Schild schon gar nicht mehr auf.
Das ist also, da muss man schon genau hingucken. Die Markthalle überwiegt. Das Schild der Markthalle überwiegt hier. Und auch die beiden Menschen hier im Vordergrund kommen ein bisschen mehr zum Vorschein. Auch der Bart des Mannes kommt durch diese Schwarz-Weiß-Entwicklung etwas mehr heraus. Und auch der Schnee ist so ein bisschen im Vordergrund. Ja, finde ich ganz schön. Hat einen ganz anderen Stil bekommen als das, was wir links aus der Kamera herausbekommen haben. Schauen wir uns das nächste Foto nochmal an. So, auf der linken Seite jetzt das Original, auf der rechten Seite ja die Fälschung bzw. die Anpassung. Hier sieht man sehr schön, das Licht lenkt den Blick oder auch die Farbe lenkt den Blick. In diesem Fall sollte der Blick auf diesen Herrn gehen, der hier seinen Dienst tut, wobei alle anderen frei haben und gut essen möchten. Wir haben aber auch hier oben rechts einen kleinen Lichteinfall, der stört schon ganz gemein. Also wenn man da wirklich drauf guckt, dann wandert der Blick auch immer auf die 8 Euro für die zwei Buletten, was nicht ganz günstig ist, aber wohl sehr gut sein soll. Ich habe es leider nicht probiert. Auf jeden Fall wird hier der Blick nach oben rechts gelenkt. Das habe ich rechts mit so einem kleinen Filter, mit so einem kleinen Verlaufsfilter dann ein bisschen beseitigt, sodass wirklich jetzt der Blick in diesen Bereich auf den Protagonisten hier gelenkt wird und dadurch wird das Bild erstens ruhiger und zweitens auch wesentlich interessanter. Dann haben wir das Bild Nummer 3 bzw. das Bild Nummer 4. Ja, da gibt es lecker Wein. Da habe ich dann mit 50 mm, das war ja auch schon angekündigt, nur mit 50 mm gearbeitet und habe hier eine relativ große Blende genommen mit 2,2. Das heißt, wir haben hier eine sehr schöne verlaufende Schärfentiefe, sodass wir am Ende im Hintergrund ja, den Mann noch nicht mal erkennen. Wir haben ein schönes Bokeh, die Lichter glänzen dort ganz gut und wir haben im Vordergrund ja, die Weinflaschen und die Schärfe liegt eben hier auf dem Schild. In Schwarz-Weiß konvertiert sieht das Ganze noch etwas interessanter aus. Auch hier ist dieser Bereich etwas mit einem Radialfilter ein bisschen aufgehellt worden, sodass es nach hinten noch dunkler verläuft. Wir sehen hier den Mann ja, nur noch als Silhouette ist er erkennbar. Und wir haben einen sehr schönen Verlauf. Auch hier wieder, es wird der Blick auf den vorderen Bereich gelenkt, also genau da, wo man den Zuschauer oder den Betrachter des Bildes hinhaben möchte. Ja, das nächste Bild, ganz interessant, der Klomann. Hier hat sich jemand Gedanken gemacht und hat gesagt, wie können wir die Toiletten in der Markthalle 9, wie können wir dem Schmutz dort begegnen und hat sich der Geschichte angenommen, nimmt 50 Cent und mal ganz interessant, wer es wissen möchte, auf Facebook unter der Klomann kann man auch die Geschichte und den Aufbau dieses Geschäfts kann man sich dort mal sehr gut anschauen. Ja, links auch wieder. Es kommt etwas anderes aus der Kamera, als nachher am Ende übrig geblieben ist. Auch da beschnitten. Das heißt, den Herrn hier haben wir ein bisschen rausgeschnitten. Trotz alledem sehen wir hier die kleinen Tüten noch. Also er läuft noch ins Bild. Aber wenn wir hier eben sehen, die Dame in dem kleinen Wagen hier, in dem Straßenbahnwagen ist ein bisschen dunkel. Auch das konnte man hier mit einem Radialfilter ein bisschen aufhellen. Auch den Herrn hier hinten, der gerade ja, das WC betritt, ist da nochmal in den Fokus gerückt. Und auch da sehen wir wieder, dass wir mit Licht den Blick wirklich sehr gut lenken können. Hier nochmal ein Foto, hinterlasse eine Nachricht. Es hat niemand eine Nachricht hinterlassen, aber auch hier können wir sehr schön sehen, mit einer relativ offenen Blende, mit 2,8 auch einen schönen Schärfeverlauf nach hinten weg. Und ja, Nachricht hinterlassen, vielleicht dadurch, dass man auch hier wieder mit einem Radialfilter gearbeitet hat, ist das Ganze ein bisschen interessanter geworden und vielleicht hinterlässt dann ja der ein oder andere endlich doch eine Nachricht. Dann das letzte Foto. Auch dort wird gearbeitet. Ja, sah ein bisschen schmuddelig aus.
Okay, das ist so. Wenn in einer Küche abgewaschen wird, muss auch irgendwo das dreckige Geschirr wieder gesäubert werden. Auch das nochmal in Schwarz-Weiß konvertiert. Das Einzige, was ich hier gemacht habe, ist, ich habe dem jungen Mann doch etwas Licht geschenkt. Hier durch so ein Oberlicht, durch so ein Fenster, schien noch etwas Nachmittagssonne rein. Und die habe ich ihm auch gelassen. Das heißt also, man kann hier sehr schön sehen. Hier habe ich noch mit einer Teiltonung gearbeitet, sodass alles zwar schwarz-weiß ist, aber dieses Licht eben etwas Wärme ins Licht bringt. Ja, und der Kollege sich vielleicht auch auf seinen Feierabend freut. Ja, diese Fotos alle zu sehen, natürlich auch auf foto.olebehm.de. Schaut vorbei, unter Street werdet ihr auch diese Fotos dort sehen. Da freue ich mich auf eure Kommentare. Dann werdet ihr das nächste Video auch demnächst erwarten können. Da geht es dann auch um Lightroom und um den Import der Fotos in Lightroom. Das soll so eine kleine Staffel werden, um sich ein bisschen mehr mit Lightroom, gerade im Beginnerbereich mit Lightroom, anzufreunden. Und da soll es ein paar Tipps und Tricks geben. Ja, ich freue mich. Ich wünsche euch wie immer eine Handbreit Licht vor der Linse, tolle Fotos und bis zum nächsten Mal. Ich sage Tschüss.